Wir sind schon unterwegs auf dem Morgenspaziergang. Hier oberhalb vom Strand im Kiefernwald. Und holen Holz fürs Feuer. Hinter uns hört er die Windpropeller. Im Auto nimmt man sie praktisch nicht wahr. Hier draußen schon. Den Hund stört es nicht und mich auch nicht. Ruhiges Plätzchen hier. Praktisch keine Bewegung. Gestern Abend ist noch einer dazugekommen. Himmel heute wieder so leicht gelblich. Ich weiß nicht, ob die Kamera das wirklich wiedergibt. Wir haben wieder Sahara-Staub. Es hat auch leicht geregnet gelegentlich mal. Und die Autos sehen wieder aus wie, naja. Wir sind wieder unterwegs. Wir fahren jetzt auf der Küstenstraße ein Stück weiter Richtung Norden. Nachher geht es dann ins Landesinnere. Wir fahren in die Berge. Erster Etappenort, ein Dorf namens Battaglia. Dort gibt es auch wieder ein Kloster und eine Entsorgung auch. Da werden wir uns sicher mal ein bisschen die Beine vertreten. Das ist nicht allzu weit weg. Ungefähr 30 Kilometer haben wir dorthin. Nachher gehen wir dann auf die Autobahn, müssen doch ein deutliches Stück nach Norden Richtung Coimbra. Vor Coimbra geht es dann aber östlich weg in die Berge. Saharasand ist wieder mal unterwegs. Angesagt ist eigentlich recht schönes Wetter für heute, aber allerdings scheinbar über den Wolken. Like a light lighting up in the dark. You make it right. I forgot how to act. It's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while. Wir sind in Battaglia, direkt am Kloster. Das sieht aus wie ein gotischer Bau. Ja, das Kloster Battaglia ist ein gotisches Bauwerk, wie man unschwer erkennt, ja, die vielen Schnörkel dran und die Bauweise und auch massiv. Wow. Ich nehme an, es wird auch wieder ein bisschen Eintritt kosten, dafür ist der Parkplatz gratis. Das Battaglia ist eindeutig kleiner als der Ort, wie ist gestern der Ort? Ich blende es euch ein. So viel Information kann ja kein Mensch verarbeiten. Aber auch ganz lustig und hübsch hier. Sowieso hat Portugal wirklich viele schöne Städtchen und Dörfchen. Das war jetzt das Kloster Battaglia. Wir waren noch gerade in der Bäckerei hier. Hat einige zur Auswahl. Und in einer von denen haben wir uns gestärkt noch. Die Backwaren hier in Portugal sind nämlich wirklich immer gut. Ganz, ganz leckere Sachen. So, und jetzt geht's östlich, dann nördlich und dann nordöstlich. Weiter 125 Kilometer stehen uns bevor bis in die Berge und dann besuchen wir ein kleines Bergdörfchen. Und da müssen wir dann
die zwei vom Grey Bull wieder mitnehmen mit den kleineren Autos. Das ist eine ganz schmale Straße dorthin. Hier in Battaglia hat es übrigens auch einen Wohnmobilstellplatz. Den seht ihr dort vorne, also in Sichtweite vom Kloster. Die Entsorgung ist dort oben am Fußballplatz. Das Ganze also leicht getrennt voneinander. Und der Stellplatz ist meines Wissens sogar gratis. So, wir sind jetzt hier wirklich ein bisschen im Gebirge, fast auf 1000 Meter angekommen, so 950, 960 werden es sein. Jetzt geht es wieder runter. Wir sind oben auf der Passhöhe, oder doch nicht? Na jedenfalls werden wir gleich mal ein Steindorf, ein Dorf mit ganz alten Häusern besuchen, alles mit Steinen gebaut und gehört, glaube ich, auch irgendwie zum UNESCO-Erbe in irgendeiner Art. Ja. Richtige Gebirgsstraße hier, sehr kurvig, steil ist sie nicht so unbedingt. Ich glaube, wir hatten nie mehr wie 10% hier hoch. Aber macht echt Spaß zum Fahren. Also wirklich eine Strecke, die man empfehlen kann. Das ganze Gebiet. So ganz anders wie das, was wir bisher von Portugal gesehen haben. Viel Wald und Gebirge. So, jetzt sind wir mal auf unserem höchstwahrscheinlich Übernachtungsplatz angekommen. Mitten im Wald sozusagen. Dort vorne könnte es sogar eine Aussicht nach unten geben. Werden wir dann vielleicht heute Abend mal erkunden. Bisschen schwierig war die Zufahrt hier hoch, weil hier so tiefe Furchen von den Holzerntemaschinen sind. Aber wir haben das eigentlich relativ gut geschafft, dort vorne hochzukommen. Und ich denke, der Carrado wird das auch meistern. Es ist nur so ein kurzes, steileres Stück mit einem Waldboden halt. Also die Traktion ist da gar nicht so schlecht. Wir haben einfach da eine kleine Kuhle und da muss man einfach ein bisschen mit Schwung drüber und dann geht das. Wir fahren jetzt mal ein Stückchen den Berg wieder runter zum Parkplatz für den Grey Bull, wo wir eigentlich abgemacht haben, sie mitzunehmen. Wir führen das Bergdörfli nach Dalasnal runter. Hier oben ist der Mobilfunkempfang schlecht, schlecht kann man es gar nicht nennen, nicht vorhanden. Also der ganze Berg hier hat keinerlei Strahlung. Sozusagen. Oder nur ganz wenig. Wir kriegen hier gar nichts rein, weder mit dem Smartphone noch mit dem GlocalMe noch mit irgendwas. Schauen wir mal, wo sie stecken. Ja, die Straße jedenfalls ziemlich spektakulär hier. Ja, eine Dreiviertelstunde später immer noch keine Spur von den anderen. Sie haben sich irgendwo verfahren, aber wir wissen nicht wo. Wir haben auch keine Möglichkeit der Kontaktaufnahme. Somit fahren wir jetzt mal runter ins Tal, in einen Ort namens Lusa, 17 Kilometer von hier. Und dort werden wir zumindest mal Empfang haben. Und es hätte dort auch einen
privaten Stellplatz. Ja, jetzt ist es eh schon Richtung 17 Uhr und somit wäre es jetzt dann eh langsam auch zu spät, da noch in diese Dörfereien zu fahren und zu laufen. Also fahren wir mal diese kurvige Straße runter ins Tal wieder. Dort ist dann noch ein bisschen wärmer. Hier sind nämlich jetzt draußen nur so 10, 11, 12 Grad und ziemlich windig ist es auch. Leider ist für den Grey Bull hier in Loser auf diesem privaten Stellplatz kein Platz. Der ragt ins Nachbargrundstück rein und das geht leider nicht. Da kocht die Tomatensauce mit Thunfisch, Oliven, Knoblauch, Zwiebeln und einigen Kräutern. Gemeinschaftsproduktion heute Abend, das Abendessen. Die Spaghetti werden drüben gekocht und wir essen jetzt drüben im Carado. Der Grey Bull ist ein Stück weiter gefahren. Den Stellplatz hier in Loser, den privaten Stellplatz, den stelle ich euch da morgen vor, weil erstens ist es jetzt dunkel und zweitens habe ich Hunger. Also, wir sehen uns morgen wieder oder in der nächsten Folge. Wer weiß, wer weiß. Bis dann und tschüss. Darf man einfach den Rahmen anfressen? Hä? Darf man den Rahmen anfressen? Ist du bravi, Meister?